Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, grüezi miteinander. Bei der heutigen Tiersendung dürfen wir Ihnen den Alfons Seiler aus Wöschnau vorstellen. Er leitet seit über 30 Jahren die Hundeschule Seiler. Mit seiner langjährigen Erfahrung konnte er schon manchem Hundebesitzer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Heute erzählt er uns einiges über seine Arbeit mit dem Junghund Benji. In der heutigen Gesellschaft spielt der Hund eine grosse Rolle. Was früher an Ketten oder in Zwinger gehalten worden ist, hat heute den Platz in unserer eigenen Wohnung gefunden. Der als Hof-, Schutz-, Jagd- oder Herdenhund gezüchtete Vierbeiner besitzt heute den zweiten Rang, wenn es um die Beliebtheit der Haustiere geht. Bei richtigem Umgang, schon im Elternalter, kann so manches mit ihnen erreicht werden. Ob Sport oder Haushund. Auf jeden Fall soll darauf geachtet werden, dass der Hund stets bei konsequenter Arbeit richtig belohnt wird. Sei es mit Spielen, mit Leckerli oder mit Lob. Nur so kann ein guter Erfolg garantiert werden. Tierliebe allein genügt nicht. Ein schönes Fußkommen nach dem Abruf. So wird's gemacht. Die Box gibt dem Hund eine Art Sicherheit. Hier soll er sich wohlfühlen. Vieles kann damit geübt werden. Auch Treppen und Gitter, vor allem wenn sie unstabil sind, bringen dem Hund eine Sicherheit für spätere Leben. Mit der Fährtenarbeit, sprich Spurensuche, kann schon sehr früh begonnen werden. Bei der Fährtenarbeit folgt der Hund den Bodenverletzungen. Sie ist die ideale Beschäftigung für Hunde und wird bei so vielen Prüfungen verlangt. Hier eine Übung, die nur mit sicheren und gut sozialisierten Hunden gemacht werden sollte. Ein Wesenstest, der einiges über einen Hund aussagen kann. Oftmals ein Muss für bestimmte Hunderassen, die zur Zucht eingesetzt werden sollten. Dieser Test kann in der Regel nur einmal gemacht werden. Besteht der Hund diesen nicht, so werden für ihn keine Zuchtpapiere ausgestellt. Damit will man gezielt den Hundevermehrern entgegenwirken. Die optischen und akustischen Reizeinflüsse können mit verschiedenen Gegenständen erzeugt werden und der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Eine Übung, die auf keinem Trainingsplatz fehlen sollte. Hier etwas schwerer. Wie benimmt sich ein Hund bei Bedrängung mit anderen Hunden? Jetzt einige Sequenzen, die keinen Kommentar brauchen. Man beachte die Arbeitsfreudigkeit eines eher ruhigen Hundes im Alter zwischen 18 und 25 Monaten. Thank you.
Natürlich kann man auch mit kleinen Hunden Hundesport betreiben. Das Alter spielt dazu keine Rolle. Wichtig ist die Freude vom Hund. Mit dem letzten Teil vom Film möchte ich mich bei Ihnen verabschieden. Lehnen Sie sich zurück und geniessen Sie die Impressionen mit dem Westi Asterix. Die Übungen sollten umfangreich gestaltet und ohne Hektik, sondern mit sehr viel Ruhe und Geduld durchgeführt werden. Man beachte, dass nicht jeder Mensch zum Hundeführer geboren wird. Bedenken wir stets, dass wir die Verantwortung für ein Lebewesen auf uns genommen haben und dass wir auch bei etwelchen Enttäuschungen und Rückfällen den Kopf nicht hängen lassen dürfen. Was wir auch wissen müssen, ist, dass jeder Hund auf bestimmte Übungs- und Erziehungstechniken anders reagieren kann. Die größten, gewichtigsten Fehler bei der Hundeausbildung und Erziehung werden von Hundehaltern durch Vermenschlichung und übersteigerter Tierliebe gemacht. Das kann dann so weit führen, dass der Hund in gewissen Situationen eine völlige Führerrolle übernimmt. Das heißt, dass sich der Hund gegen die Mitmenschen auflehnt oder sie sogar tyrannisiert. Konsequenz, Sicherheit und Ruhe sind die wichtigsten Eigenschaften, die der Hundeführer beim Hund anwenden muss.